Hallo Leute, hier ist Bitty, euer Bitcoin-Trading-Informant und hier ist euer tägliches Update, wieder mal in Deutsch heute und es gibt einiges zu beachten. Hier, ich habe hier schon was vorbereitet. Also Leute, 6 Minuten, ich verspreche es, los geht's! Und wie immer starten wir mit CoinMarketCap. Ihr seht schon, Bitcoin geht ein bisschen runter, 0,7% am Tag, aber in der Woche 13,5%. Das tut natürlich schon weh. Ethereum geht auch runter, aber ein bisschen mehr als Bitcoin am Tag, 3,5%, in der Woche aber nur unter Anführungszeichen 9,4%. Der Binance Coin geht auch ein bisschen runter mit 1,2%, in der Woche aber nur mit 6%. Solana geht richtig böse runter mit 24% und so weiter. Ihr seht hier, Leute, alles ist hier blutrot. Die meisten Coins sind momentan wirklich am Dumpen hier. In 24 Stunden größter Gewinner ist Celsius, Quant Platz 2 und IOTX Platz 3 mit 6%. Der größte Loser ist Wax, gefolgt von Tezos und Voyager Token. In 7 Tagen ist der größte Gewinner Near Protocol mit 10%, Terra Luna mit 5,7% und BitTorrent geht auch schön rauf mit 5,5%, aber nichts Besonderes. Größter Loser, Qtum, Phantom und Tesla, die gehen richtig böse runter mit 30% hier. Wir sehen, die Bitcoin-Dominanz ist bei 40,5%, geht ein bisschen hoch. Ethereum 21,6%, geht ein bisschen runter. Und wir schauen uns gleich den Fear and Greed Index an, der ist bei momentan 24 Punkten. Wir haben Extreme Fear hier, extreme Angst, gestern Angst, letzte Woche Angst und wir hatten Greed im Market letzten Monat mit 75 Punkten. So, Coin Codex, ihr seht auch hier, Leute, es geht alles richtig böse runter, alles ist rot und wenn wir uns die Bitcoin Price Prediction anschauen für die nächsten 7 Tage, schaut das Ganze hier, schauen wir uns das mal an, wo ist die Prediction, hier oben, schaut das Ganze momentan auch gar nicht mal so gut aus. Okay, kein mega Absturz wird prognostiziert, aber ein leichtes nach oben, 50.300 und dann gurken wir hier ein bisschen rum, wieder runter auf 49, wieder rauf auf 50, so ein bisschen seitwärts. Das große Ganze ist aber, wir haben trotzdem eine bärische Sache, wir haben 72% bearish und 28% bullish, nur das Ganze schaut gar nicht mal so gut aus. Schauen wir uns mal das Jahresendeziel nochmal kurz an, das Update 55.000 wäre hier das Endziel mit einem Plus von 13%. Okay, das wäre gar nicht mal so schlecht für das Jahresendziel. Und wenn wir noch weiter runtergehen, die Price Prediction hier bis zum 9. Jänner sagt uns 65.000, 66.000, das wäre ein Plus von 34%. Das wäre natürlich wieder ein bisschen schöner. Okay. Weiter geht's, TradingView, da sind wir jetzt mal und da habe ich das gefunden, ist eigentlich ganz interessant. Wir hatten hier beim letzten Allzeithoch 64.000, danach gab es einen großen Downtrend und einen Double Bottom, meiner Meinung nach sogar einen Triple oder einen Quattro Bottom. Ihr seht es hier schon, es gab einige Spikes hier runter, danach ging es wieder schön nach oben. Was passiert jetzt? Es schaut sehr ähnlich aus. Wir haben ein neues Allzeithoch bei 69.000, danach ging es wieder richtig runter. Warum jetzt nicht nochmal auf die 41.000 Richtung runtergehen mit dem Spike hier und Double, Triple, Quadro Bottom bilden und dann wieder schön zu einem neuen Allzeithoch nächstes Jahr ausbrechen, wäre möglich. TradingView zusammengefasst auf den Tag, wir sollten verkaufen, das sagt uns hier diese Analyse. 2 Stunden neutral wie die Schweiz und die Stunde kaufen. Keines Zeitfenster sagt uns kaufen, die größeren Zeitfenster nach wie vor, wir sollten verkaufen, kein finanzieller Ratschlag hier. So, die Bitcoin-Dominanz, ja, es geht nach unten. Wir hatten jetzt wieder mal einen kleinen schönen Leg nach oben, da war es wieder ein bisschen besser Bitcoin zu traden, der ist nicht ganz so stark runtergegangen als die anderen Coins, aber trotz allem schaut es gar nicht mal so gut aus. Böser Doppelkanal, der runtergeht, dieser parallele Kanal. Und ihr seht es auch schon, wir kämpfen hier auf der Mittellinie, das ist die Mittellinie, die hält bei 40,5% und wir sind wieder mal im Ribbon Band und kämpfen mit dem Ribbon Band hier. Würde mich nicht wundern, wenn es noch weiter nach unten gehen würde, dann wäre es natürlich wieder besser, Altcoins zu traden als Bitcoin. Das sagt aber nichts dazu aus, Leute, dass jetzt Bitcoin immer nur runtergeht und runtergeht. Es ist einfach nur die Dominanz, die von Bitcoin her fällt und fällt gegenüber den Altcoins. Das ist mal das ganz Wichtige. So, mal Luft holen. Jetzt aber der Stundenchart. Und da seht ihr schon, da habe ich einiges hier von gestern. Das ist eigentlich das Bild von gestern. Und ich habe euch gesagt, ja, Achtung Leute, wir haben hier einen schönen Support bei 47.400. Das war unser Pivot Point. Der hat perfekt gehalten. Das war wieder ein perfekter Anschlag hier nach unten. Und wenn wir uns den neuen aktuellen Pivot Point Support anschauen, der First Support Point liegt bei 46.600. Also, knallen wir hier mal eine schöne grüne Linie rein. Jetzt ist sie noch rot. So, machen wir sie mal grün. Und das ist unser nächster großer Support. Hier bei 46.600 auch gleichzeitig die Mittellinie. Sollte es ab jetzt wieder runtergehen, Achtung, Achtung, ihr wisst es mal, 46,6 ist der nächste große Punkt, auf den wir schauen müssen. Jetzt aber mal zoomen wir ein bisschen rein, da sehen wir schon, das Gute momentan ist, wir sind mal durchs Ribbonband durchgerascht nach oben und konnten hier auch eine bestätigte Kerze machen. Ganz gut,
Aber ihr seht diese rote Linie hier. Diese rote Linie ist der große Widerstand momentan. Und da knabbern wir jetzt mal. Hier bei dieser Linie. Der liegt hier bei 49.100 und diesen Widerstand gilt es mal zu durchbrechen. Wir haben schon einen langen Docht nach oben. Immer ein schlechtes Zeichen dafür, dass es wieder nach unten gehen könnte, Leute, nun. Aber wir haben das Ribbon Band auf der anderen Seite hier als Support. Jetzt ist es wirklich spannend. Ribbon Band Support, rote Linie oben Widerstand. Wir sind ja genau mittendrin. Der Kampf kann jetzt beginnen fürs Wochenende. Und wir sehen auch hier unten, sollten wir nochmal nach unten durchbrechen durchs Ribbon Band, die 48.4, ist ja unser Fibonacci bei 0.236. Den gilt es natürlich zu halten als Support. Und was bauen wir hier gerade? Ihr seht es schön, wir bauen hier ein W-Pattern. Und da könnte es durchaus sein, dass wir wieder nach oben gehen auf die 50.000 hier am Wochenende. Warum nicht? Wenn diese W-Pattern hier wirklich ausbricht nach oben hin, könnte es sein, es schaut momentan ganz gut aus, wir haben diesen roten Widerstand, wenn wir den durchbrechen, könnten wir die 50.000 wieder erreichen. Aber das sagt natürlich nichts aus, da oben ist nämlich bei 50.000 auch schon wieder die EMA 200 im Stundenchart. Leute, ich habe es euch versprochen, heute gibt es nur ein 6-Minuten-Update, das habe ich eingehalten, 6 Minuten sind rum. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, macht es gut, schwingt den Hut, wir sehen uns morgen wieder zum täglichen Bitcoin-Update. Leute, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da und ein nettes Kommentar, würde mich sehr darüber freuen. Also dann, bye bye. Activated.